Mahlzeit! Heute ein Video mit 5 unterschiedlichen Themen und falls ein Thema für euch uninteressant ist oder es ist schon zu lang, dann habe ich euch Kapitel eingefügt, dann könnt ihr einfach und bequem von Kapitel zu Kapitel springen. Zunächst zeige ich euch, wie meine Lymphora sich entwickelt haben, die ich vor ein paar Wochen erhielt und geteilt und umgetopft habe. Dann zeige ich euch eine Lymphora Ionassi, die ich kurz vor dem Exitus gerettet habe. Ich zeige euch ein Winter-Setup, wie ich meine Gewächshäuser beheize und durch den Winter bringe. Ein Nummer 4 ist, wie ich ein Foliengewächshaus für meine Zitrusfrüchte isoliere, auch nur kurz angeschnitten. Und der 5. Teil ist, wie ich meine ganzen Sarazenien teile und sie für den Shop anwachsen lasse. Viel Spaß dabei! Kleines Update jetzt auch zu den Lymphora. Da hatte ich ja so ein 2 Pflanzen gekauft, ein ganzes Konvolut aus Samen gezogen, Hybride. Die haben sich eigentlich alle gut gefangen, so wie ihr das hier auch an diesem kleinen Beispiel seht. Ich zeige euch gleich auch alle Pflanzen im Schnelldurchlauf. Das hat das ja. Die Pflanze hat einen adulten Krug gekriegt, hatte ganzen Juwelin und entwickelt sich wirklich prächtig. Hier sieht man ganz gut, wie ein adulter Kelch sich hier jetzt bildet. Der adulte Kelch, den ihr hier gerade seht im Vordergrund, der besteht schon seit dem ersten Tag. Aber hier bildet sich ein neuer. Hier sind noch keine adulten zu erkennen, immer noch Juweline-Kelche, Sumpfkrug natürlich. Aber die Pflanze hat auch gewurzelt. Das war so ein kleines Sorgenkind. Aber hat sich auch gefangen, sieht man da, es wachsen wieder neue Krüge hervor. Ja, hier sind einige abgestorben, die sieht man nicht mehr, die habe ich entfernt. Aber auch hier wachsen wieder neue Krüge. Und wenn ihr denkt, das sieht mickrig aus, dann warte mal bis zum Ende, da zeige ich euch etwas, was ich mir eigentlich nicht hätte verzeihen können, wenn ihr gestorben wäre, diese Pflanze. Naja, diese hier wächst auch ganz gut, sieht man hier jetzt eine Juveline. Da wächst der Krug. Die ändern sich jetzt nicht mehr ganz viel. Das ist der letzte kleinere gewesen. Das hier ist einer der beiden Töpfe, den ich nicht geteilt habe, sondern einfach so eingetopft habe. Ist alles gut gegangen, haben alle, also es hat eben gut angewachsen. Und jetzt ganz hinten sieht man einen ganz neuen adulten Krug. Hier vorne ist der ältere. Und jetzt kommt der neue adulte Krug. Sie hat auch schon eine schöne Färbung erhalten. Mal gucken, vielleicht muss ich die im August, Juli noch umtopfen, weil die zu groß geworden sind. Das ist einer der geteilten. Ja, der adulte Krug ist jetzt, da habe ich gesagt, oh nein, da ist der abgebrochen hier oben, der Pinüppel. Der Fachbegriff fällt mir sich ein. Ja, der hält sich auch noch ganz wacker. Hier ein kleiner adulter Krug. Ja, da sieht man das, es sind sehr viele abgestorben beim Umtopfen. Es sind auch viele Wurzeln abgebrochen, aber das macht nichts. Hier sieht man das natürlich sehr gut. Hier wächst ein adulter Krug und er wird sich dann auch bald öffnen. Das sieht natürlich grässlich aus, dieser vertrocknete Krug, der hinter noch ein adulter Krug, der vertrocknet ist. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass überall neue Juweline Krüge emporwachsen. Also auch hier hat die Pflanze es gepackt. Jetzt zeige ich euch mal die Stecklinge oder die ich so abgebrochen habe, dass sie keine Wurzeln mehr hatten. Hier sehe ich noch keinen vertrockneten Krug. Das heißt, ich habe hier noch Hoffnung, dass ein neuer Krug bald gebildet wird. Der Kleine hat es gepackt. Hier sieht man das. Hier wächst der neue Juveline Krug. Auch bei dem bin ich noch voller Hoffnung, dass er sich fangen wird. Beziehungsweise, wenn ich es jetzt so richtig recht betrachte, ich glaube, der hier ist neu. Auch hier Wachstum ohne Ende, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nummer 5, der auch dabei ist. Und Nummer 6, natürlich wie auch die anderen davor, hat es gepackt. Und jetzt komme ich mal zu einer anderen Lymphora. Ihr seht ja diesen kleinen Krüppel hier. Das war mal eine sehr schön gewachsene Lymphora Ionassi. Ich, Dummkopf, habe sie natürlich draußen im Gewächshaus im Sommer kultiviert.
Und leider war das nicht sehr sonnig an der Stelle. Und die Nächte waren noch viel zu kalt oder auf jeden Fall die Bedingungen haben überhaupt nicht gestimmt. Und sie ist mir eingegangen. Und dann habe ich sie unter, ich zeige euch mal wo drin. Sieht man vielleicht nicht so gut. Das hier, wer kennt es nicht, einen Eierkocher. Hier seht ihr noch den Piekser unten. Und ich habe diese Pflanze dann einfach, habe ich das hier so draufgestellt und kultiviert über 1,5 Monate. Und nach 1,5 Monaten fingen die kleinen Krüge an auszutreiben. Und ich bin jetzt ziemlich glücklich, dass die Pflanze es gepackt hat. Sie wird weiterhin kultiviert unter eigentlich so gut wie 100% Luftfeuchtigkeit. Steht in der Küche am Nordfenster auf der Fensterbank, da hat sie es kühl in der Nacht. Und tagsüber wird sie direkt 12 Stunden mit einer 5 Watt LED beschienen. Wie habe ich jetzt meine Gewächshäuser alle winterfest gemacht? Das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Hier zum Beispiel ist jetzt Noppenfolie drum, 30 mm. Und heute Nacht und die nächsten Tage kriegen wir minus 5 Grad nachts. Und dann werde ich dort Teelichtöfen hinstellen mit Stumpenkerzen, 8 cm in der Länge, 2 Stück. Und die halten das dann auf jeden Fall in den Plusgraden. Hier auch. Hier ist der Standheizung drin mit 2000 Watt. Die läuft aber nur mit 750 Watt. Die kann ich euch hier nochmal eben zeigen. Hier ist Inkbird eingestellt. Jetzt sehe ich gerade, hier steht 2 Grad. Das sollte aber eigentlich nicht sein. Hier sollte 0 Grad stehen. Und dann ist hier die Heizung. Leider habe ich noch keinen Ventilator. Aber die Luft steigt auf. Und das Schöne ist, dass hier oben kein Plastik ist. Gibt es auch kein Kondenswasser, was hineintropfen könnte. Ich müsste hier oben dann nur noch einen Ventilator installieren, der die Luft dann halt eben sofort verteilt, dass die nicht einfach nur aufsteigt. Genau, hier geht es den Pflanzen wirklich, wirklich gut. Die Isolierung hier ist enorm gut. Und dass ich hier oben auch die Noppenfolie installiert habe von außen. Ich habe hier echt viel mehr Platz und das Raumklima ist auch ganz anders einfach. Wird langsam dunkel, aber die Pflanzen sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten, nämlich dem hier außen. Das ist wirklich nur eine dünne Folie. Da kommen im Sommer dann Tomaten und Paprika rein. Ich habe das in den ersten Tagen hier mit diesem Stab geheizt, 240 Watt. Das hat auch geholfen, aber es ist keine Dauerlösung. Jetzt gibt es hier ebenfalls so einen kleinen 1000 und 2000 Watt Lüfter. Aber der hält die Luft natürlich auch nicht lange warm. Ich habe es heute Nacht probiert, aber der hat 4 Kilowatt verballert bei minus 3 Grad. Das ist leider zu teuer. Dementsprechend denke ich mir gerade was aus. Nämlich hier kommt jetzt mal überall Styropor hin, eine Styroporwand. Hier bin ich da gerade dabei, noch die letzte zu bauen. Seht hier ein Profil. Und das wird schon ein bisschen etwas bringen. Ist natürlich schlau von mir, Mitte Dezember das Gewächshaus zu isolieren, wenn alle Pflanzen drinstehen. Und ich bin nur noch am Überlegen, wie ich das dann hier oben rüber mache. Weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Aber das wird schon ein bisschen was bringen, diese kleine Isolierung. Guten Morgen, liebe Sorgen. Nach etlichen Wochen bin ich endlich wieder gesund und hier im Keller, im chaotischen Keller, schaut euch am besten nicht um, fange ich jetzt mit dem Umtopfen der ganzen Sarazenien an, die ich in den Gewächshäusern habe. Das ist ziemlich langweilig, weil die meisten von euch wissen, wie das funktioniert. Falls nicht, meldet euch, dann verweise ich auf ein anderes Video oder ich verweise gleich hier oben links, rechts auf das Video, wo ich eine Sarazenie umtopfe. Hier sind schon die ersten umgetopft. Natürlich, das Licht macht hier alles ein bisschen kaputt, aber anderes Licht habe ich nicht. Lokophila Blackwater River, State Forest, was habe ich denn noch? Da ist noch eine Crimson Wave. Eigentlich ist nur Crimson Wave. Oreophylla habe ich hier natürlich noch. Die Blackwater ist hier. Und hier Sussex County Flower ist auch noch dabei.
Umgetopft wird hier auch noch diese die Rubra. Hier habe ich noch eine Oreo-Fühler. Das müsste gleich eine Large Green sein. Was habe ich hier noch? Noch eine Ornata habe ich auch noch hier. Sieht richtig klasse aus. Ja, genau, dahinter muss ich mal gucken, was dahinter noch alles ist. Diese Flava Sussex County habe ich gestern schon rausgeholt aus den Töpfen, aber das Substrat war so schweinekalt, dass ich das nicht weitermachen konnte und deswegen habe ich die erstmal hier gelassen zum Aufwärmen. Und jetzt geht's weiter hier. Natürlich draußen gewesen, jetzt das Substrat versucht größtmöglich abzutrennen. Ja, ziemlich gutes Wurzelwerk hier zu sehen. Ist auch schweinekalt draußen, Wasser hat 2 Grad. Hier kann ich, glaube ich, einen ziemlich guten Schnitt machen. Sieht man ganz gut, hier wächst was, hier und hier. Ja, das ging ganz gut. Sieht sehr gesund aus. Sarazenia Oreofylla. Eine richtig schöne Pflanze, aber unglaublich nervig. Diese gebogenen Phyllodien, ist die Katastrophe. Die bleiben überall hängen. Ich weiß nicht, wie häufig ich mir schon Pflanzen aus dem Substrat rausgerissen habe, weil die irgendwo festhingen. Da habe ich mit dem Schnitt wohl etwas übertrieben und das Rhizom genau mittig geteilt. Ups. Und hier auch von allen Seiten. Sehr viel Wurzelwerk. Schauen wir mal, ob die durchkommt. Die große offene Fläche habe ich jetzt mit Sphagnum ummantelt, kann man sagen. Also das ist jetzt alles voll Sphagnum dort. Sollte vielleicht ein bisschen helfen beim Desinfizieren und Schließen der Wunde. Nach 2 Stunden seht ihr hier auch das Ergebnis. Alles ist geteilt. Hier auch die großen Mutterpflanzen. Eine Pflanze ist noch übrig, nämlich hier die Rubra. Aber ich habe einfach keinen Bock jetzt gerade noch, die einzutopfen. Deswegen kommt jetzt hier in so ein Wasserbad und dann werde ich sie heute Abend umtopfen. Also falls ihr mal eine Rubra haben wollt, ich mache euch einen richtig guten Preis.